bei mir finden gerade Bauarbeiten statt. Also hoffentlich bohrte mir keiner ins Video und auch nicht ins Sofa, auf dem ich sitze. ich wollte in diesem Video einfach mal ansprechen, wie viel Verzicht denn nötig ist, weil ich das öfter gefragt werde und ganz viele Leute, die mir noch nicht lange zuschauen, also die dementsprechend nicht wissen, warum ich mich so simpel ernähre, wie ich mich ernähre, die können das gar nicht so richtig verstehen, warum ich mich denn so einschränke. Und dementsprechend kommen halt immer wieder Fragen so von wegen, ne? Soll man jetzt keine Pizza mehr essen, also nie mehr wieder in seinem Leben und nie mehr wieder in seinem Leben Kuchen, auch wenn er mit Datteln gesüßt ist? Und was ist mit Smoothies? Nie wieder Smoothies oder diese Kügelchen, diese Dattelkugeln, die du mal gemacht hast aus Haferflocken und Datteln und stark entöltem Kakao und so. Soll man die auch nie wieder machen? Ist das jetzt alles schlecht? So, also wenn man mal ganz aus der Vogelperspektive guckt, sind das ja alles Sachen, die voll gesund sind. Im Sinne von, wenn man sich mal anguckt, was der Rest der Bevölkerung so täglich zu sich nimmt, im Sinne von verarbeiteten Produkten, Junkfood, Tierprodukte und sowas und ja, Dinge, wo zugesetzte Aromen dabei sind und ganz viel Salz, ganz viel Zucker und ganz viel Öl und andere E-Stoffe und sowas, ja, wo man die Zutatenliste durchliest und sich denkt so, okay, habe ich noch nie im Leben gehört. Wird wahrscheinlich nicht so gesund sein, aber schmeckt super lecker. Egal, ich kaufe das jetzt. ja, also, wie viel Verzicht ist wirklich nötig? Der Grund, warum ich mich so simpel ernähre, ist, weil es für mich der beste Weg ist, um maximale Gesundheit in meinem Leben zu erfahren. Nicht nur im Sinne von, dass ich nicht mehr so häufig krank werde. Also so lange gesund im Sinne von nicht erkältet war ich mein ganzes Leben lang noch nicht. Und dafür bin ich extrem dankbar und stolz auch darauf, das erreicht zu haben. Früher war ich immer ein Mensch, der mindestens alle 6 Wochen einmal richtig fett erkältet war, mit so einer fetten Nebenhöhlenentzündung und sowas. Habe mich dementsprechend auch ganz schlecht ernährt, dass das stattfinden konnte. Also mit vielen Tierprodukten und viel Junkfood und so ein Zeugs. Und hab dann vor mehr als 7 Jahren festgestellt, yo, das mit den Tierprodukten und mit dem Junkfood ist wahrscheinlich so der Grund dafür, dass es mir nicht so gut geht. Und hab dann umgestellt auf eine pflanzliche Ernährung, die schon ziemlich nah am Naturzustand war, im Sinne von so wie die Dinge halt in der Natur wachsen. Kann man ja heutzutage nicht mehr sagen, weil alles irgendwie verzüchtet worden ist. Aber so wie Dinge halt eben pflanzlicherweise auf dem Feld oder im Garten wachsen, habe ich sie dann auch gegessen. Habe natürlich weiterhin Zucker genutzt, weil ich dachte, yo, so schlimm ist das bestimmt gar nicht, weil es ja auch irgendwie pflanzlich und naja, ne, schmeckt ja auch gut und so. Und ich habe weiterhin Salz benutzt und ich habe weiterhin Mehlprodukte und sowas gegessen und habe dann festgestellt, okay, ich habe auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung im Sinne von, im Vergleich zu vorher, wie ich mich vorher ganz normal ernährt habe, so wie der Großteil der Bevölkerung das einfach auch tut. Aber so richtig super gesund gefühlt habe ich mich halt nie und habe dann, wie ich halt so bin, ich bin so ein Optimierungsmensch und ja, wenn man noch Sinn darin sieht, dass doch irgendwas ein Potenzial nach oben hat, dann bin ich auf jeden Fall immer der Erste, der versucht, Dinge noch zu ändern und zu gucken, wie geht es denn noch besser und so. Und habe dementsprechend dann vor gar nicht allzu langer Zeit, also vor vielleicht 1,5 Jahren oder sowas, gesagt, okay, mit dem Zucker und mit dem Salz, das lasse ich jetzt auch mal. Und die Mehlprodukte, die lasse ich jetzt auch mal weg. Und dann esse ich zusätzlich noch viel mehr Gemüse, was bei mir ja irgendwie auch ein bisschen zu kurz gekommen ist, so über die Jahre. Ich dachte mal, ich mag Gemüse nicht so gerne. Und dachte mal, ja, ne, egal. Dementsprechend war ich da ein bisschen unterversorgt mit Gemüse, sage ich jetzt einfach mal so.
Auf jeden Fall ist meine Ernährung immer simpler geworden und ich habe festgestellt, hey, das tut mir richtig, richtig gut im Sinne von, dass ich mental einfach viel klarer bin, dass ich mental viel ruhiger bin, was Essen angeht, weil Dinge wie Salz und Zucker und Mehlprodukte das Gehirn einfach ein bisschen aufwibbeln, im Sinne von, dass die dafür sorgen, dass mehr Hormone im Belohnungszentrum ausgeschüttet werden. Und jemand, der wie ich sehr stark auf diese Ausschüttung reagiert, bei dem ist das dann immer so, oh ja, das schmeckt richtig gut, oh ja, noch mehr davon essen. Und es hat auch dafür gesorgt, dass ich mich dann überfressen habe und gar kein Ende mehr so richtig finden konnte. Sieht man sehr, sehr gut, derjenige oder diejenigen, die meine Videos von Anfang an verfolgen, die werden feststellen, dass ich deutlich, deutlich, deutlich größere Mengen gegessen habe früher, eben aus diesem Grund, weil ich mich halt ständig ja, von meinem Gehirn so mental dazu genötigt gefühlt habe, sage ich jetzt einfach mal so, viel zu essen, deutlich mehr zu essen, als ich es jetzt tue. Einfach weil so das Verlangen, dieser Drang da von meinem Gehirn da so hin war, weil es immer diesen Glückshormon, diesen Belohnungsstoffen so hinterher gehechtet ist. Und seitdem ich halt Salz und Zucker und Mehlprodukte aus meiner Ernährung rauslasse, habe ich jetzt halt festgestellt, hey, ich bin gar nicht mehr so fixiert auf Essen, was einfach ein total geiles Gefühl ist. Das können wahrscheinlich einige Leute auch gar nicht nachvollziehen so, aber das ist einfach super, wenn man isst und danach feststellt, okay, ich glaube, für die nächsten Stunden denke ich jetzt einfach nicht mehr an Essen und muss mich damit jetzt gar nicht mehr beschäftigen. Das ist einfach cool. So. Ja, genau. Und die Frage ist ja jetzt, wie groß muss der Verzicht sein? Muss man denn jetzt wirklich immer hundertprozentig so essen, wie ich das vorschlage? Also ohne Zucker, ohne Mehlprodukte, das heißt kein Pizza mehr, kein Brot mehr, keine Nudeln mehr. Es geht mir halt einfach darum, zu vermitteln, dass man seine Ernährung möglichst so gestalten sollte, wie sie der natürlichen Vergangenheit der Menschheit entspricht. Heißt, dass man Produkte isst, so wie wir sie in unserer Vergangenheit, in den Jahrtausenden unserer Vergangenheit gegessen haben, so wie sie halt gewachsen sind, in der Natur verfügbar waren, ja. Und das war eben eine hauptsächlich pflanzliche Ernährung mit hier und da mal ein paar totgeschlagenen Tieren, wenn man dann mal eins bekommen hat und bestimmt hier und da auch mal einem Ei, was man irgendwo gefunden hat oder irgendwie ein bisschen Honig, was man irgendwo ergattern konnte. Das waren in den meisten Fällen seltene Ereignisse, dass man mal Tierprodukte irgendwo bekommen hat. Und der Kosten-Nutzen-Faktor bei Tierprodukten war natürlich deutlich höher, weil du viel mehr Energie darin investieren musstest, Tierprodukte zu bekommen. Dementsprechend hat man das nur gemacht, wenn man pflanzliche Nahrung so nicht mehr im großen Ausmaß, im ausreichenden Ausmaß zur Verfügung hatte. Und dementsprechend sollte heute auch unsere Ernährung aussehen. Und wenn man jetzt noch zusätzlich weiß, dass Tierprodukte, gerade wie die heute produziert werden, einfach ethisch, moralisch überhaupt nicht vertretbar sind und der Umwelt super großen Schaden zufügen im Vergleich zu pflanzlichen Produkten und dann auch noch deutlich belastet sind mit Chemikalien, mit Medikamenten, mit den ganzen Sachen, die wir eh in der Natur verteilen. Die reichern sich natürlich im Tier total an, weil das Tier in der Nahrungskette deutlich weiter oben, sagt man das so? Also es ist ja deutlich weiter oben, glaube ich, angesiedelt ist, weil es ja die ganzen Pflanzen und sowas alles ist, ja. Das heißt, im Tier selber und auch in den Tierprodukten sammeln sich einfach Schadstoffe an, weil es so viele andere Dinge zu sich nehmen muss, ja. Ist ja ganz klar. Ja, also will man das mit den Tierprodukten, muss man für sich selber entscheiden. Geht natürlich letztendlich auch darum, dass man heute in der heutigen Gesellschaft alles zu allen möglichen Zeitpunkten in allen möglichen Ausmaß zur Verfügung hat und wir genetisch einfach so veranlagt sind, dass wir dazu tendieren, die kalorienreicheren Sachen zu essen. Und Tierprodukte sind natürlich deutlich, deutlich kaloriendichter als
rein pflanzliche Nahrung, wenn sie denn unverarbeitet ist und daran nicht mit Menschenhand dran rumgedoktert worden ist, im Sinne von zu Mehl vermahlen oder zu Zucker verarbeitet oder zu Öl verarbeitet. Ja, es, wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen. Es geht einfach darum, dass man so ursprünglich isst wie möglich. Und wenn du aber sagst, hey, ich esse zu Hause so ursprünglich wie möglich und wenn ich mit meinen Freunden draußen bin oder mal bei der Oma zum Kaffee trinken, oder was weiß ich, wenn ich Geburtstag habe oder so, ja, dann esse ich mal was, was nicht ursprünglich ist. Dann esse ich mal modernes Essen, dann esse ich mal Spielzeug, ja. Und wenn ich am Wochenende zu Hause bin und dann will ich mir Brötchen holen und dann Brötchen frühstücken, ja. Oder ich will mir ab und zu auch mal die Dattelkugeln machen aus trockenen Datteln mit Haferflocken und stark entöltem Kakaopulver, ja, weil ich zwischendurch einfach so ein bisschen so dieses Süße und dieses Spielzeugessen auch mal einfach brauche, dass ich nicht nur die ganze Zeit essen will, weil Essen einfach nötig ist, damit ich Energie habe, sondern ich will zwischendurch auch einfach mal sagen können, so, das esse ich jetzt wirklich, weil ich einfach Bock darauf habe und aus gar keinem anderen Grund. Nicht, weil ich das brauche, sondern einfach, weil ich damit spielen will. So, weil es einfach was ist, was ich haben will. Und dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Es geht halt darum, wie viel darfst du davon essen, dass du das noch vereinbaren kannst mit deinen Zielen, die du hast. Man muss halt immer abwägen, was sind meine Ziele und was bringt mich da tatsächlich langfristig hin. Ja? Ob man jetzt zwischendurch mal was isst oder nicht, im Sinne von, dass man sich da bewusst drüber ist, was esse ich denn hier und welchen Effekt hat das? Ja? Wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich möchte demnächst mal mit meinem Freund wieder Pizza essen gehen, ja, dann weiß ich im Vorhinein, alles klar, wenn ich diese Pizza esse, dann ist das ein Mehlprodukt und von Mehlprodukten bekomme ich diesen Flash im Gehirn, dass ich dann den ganzen Tag nur noch essen will, ja, dass ich einfach nur noch den Drang habe, zu essen, obwohl ich eigentlich schon längst satt bin und dann gehe ich dieses Risiko einfach bewusst ein und sage, okay, ja, das ist okay, für das eine Mal, ich weiß, was ich da tue und das ist okay. Und ich finde es einfach wichtig zu wissen, was, also welche Art von Ernährung löst was in meinem Körper aus. Dass man soweit sich selber kennt, dass man das ja, weiß und dementsprechend managen kann. Und dann auch ja, einfach weiß, ja, was das so für Auswirkungen hat. Das ist gleich in grün, was ich gerade schon mal gesagt habe. Naja, ich glaube, ich wiederhole mich hier und hoffentlich ist meine Message irgendwie so rübergekommen. Also es liegt halt immer daran, wie groß muss der Verzicht sein, im Sinne von, welche Ziele willst du erreichen und ist das damit irgendwie im Einklang? So. Und letztendlich musst du natürlich auch dabei zufrieden sein, auch ganz wichtig. Obwohl man da auch wieder sagen kann, ja, am Anfang ist es sau schwer, auf Dinge zu verzichten, die einem nicht gut tun, wo man wirklich im Körper spürt, das tut mir nicht gut. Aber das Belohnungszentrum im Gehirn sagt, hey, das ist voll gute Nahrung hier. Ja. Bei Zucker oder bei Öl oder bei kaloriendichten Sachen und sowas. Klar rebelliert da das Nervensystem, weil es eben biologisch darauf getrimmt ist, kalorienreiche Sachen zu essen. Ja. Und das in der Vergangenheit, in der Steinzeit, in den Jahrtausenden unserer menschlichen Geschichte einfach so war, dass es biologisch von sinnvoll, von Sinn für uns war, wenn wir uns nicht mit minderwertiger Nahrung, mit den Blättern da abgegeben haben, wenn nebenan ein Baum stand mit Obst oder ein Strauch mit Beeren oder ab und zu, wenn man dann mal Winter hatte, dann hat man mal die Nüsse gefunden, ja, dann war es einfach sinnvoll, einen Mechanismus zu haben, der einem sagt, hey du Idiot, da ist Nahrung, die ist viel kaloriendichter und die kannst du essen und dann ist dein Überleben viel mehr gesichert, als wenn du dich jetzt 6 Stunden mit diesen Grünzeugs hier beschäftigst, ja, und dabei natürlich auch noch die große Chance hast, dass dich in diesen 6 Stunden irgendein Tiger von hinten anfällt, den du nicht gesehen hast, weil du damit beschäftigt warst, diese Blätter in dich reinzustopfen, ja, dann kannst du lieber 3 Minuten zu diesem Obstbaum da gehen und dir die Früchte da runterholen und dann wieder dich irgendwo auf deinen anderen Baum verkriechen, damit du sehen kannst, wie der Tiger kommt.
Jo. Okay, Leute, ich habe, glaube ich, genug gequatscht und wenn ihr Fragen habt oder was auch immer, wenn ihr generell wissen wollt, was für eine Art Ernährung ich empfehle, wie das so aussieht, wie die Zusammenstellung und so sein soll, dann schaut doch mal auf meiner Webseite lebenfühlen.com vorbei. Da habe ich alles nochmal zusammengefasst und auch nicht nur Ernährung, sondern auch zum Thema Minimalismus und bewusstes Leben und natürliche Körperpflege und sowas. Also, ich würde mich freuen, wenn du da mal vorbeischaust und wenn du dieses Video irgendwie hilfreich fandest oder mehr von diesen Videos in dieser Art so sehen willst, wo ich einfach drauf losquatsche, gib mir gerne einen Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. And I feel like for the very first time, love in my arms and the sun in my eyes. I feel safe in the 5 a.m.